Vorbereitung ist das auch noch. Ja! Damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas aus der Sky, so stark und so eine kleine Runde. Let's unboxing, wollte ich gerade sagen. Let's vorstellen irgendwas, keine Ahnung. Und zwar, ich und der Exis. Halli, Hallöchen. Wollen jetzt ein Deck-Profile machen, wie ihr auch in der Unterschrift sehen könnt. Und einmal zu den Bujins und einmal zu den Cyberdrachen. So wie ich sie spiele zumindest. So wie wir sie spielen und können dabei noch ein bisschen Hilfe gebrauchen, wenn man es noch umändern könnte. Pipapo. Jeder spielt es natürlich ein bisschen anders. Aber vielleicht sind hier und da ein paar Tricks, die wir halt noch nicht kennen, die uns auch keiner noch sagen konnte. Und vielleicht könnt ihr uns dabei helfen, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten fängt jetzt der Axis erstmal an mit seinen Cyberdrachen. Ja, nachdem er die Brille sauber gemacht hat. Nachdem ich mich hier vorbereitet habe. Ja. So, okay, gut, ja. Wie schon gesagt, ich spiele Cyberdrachen, beziehungsweise Maschinen. Da das Deck eigentlich sehr darauf basiert, den Gegner niederzurushen und schnellstmöglich starke Monster aufs Feld zu kriegen. Ich beginne einfach mal mit meinen Exis-Monstern. Und zwar spiele ich in dem Deck, auch wenn es komisch für manche vielleicht erscheint, spiele ich in meinem Deck die Dyson-Sphäre, wenn sie sich scharf stellt. Ah, jetzt. Die Nummer 9 Dyson-Sphäre. Sehr gut einsetzbar mit der Fallenkarte, die ich demnächst noch zeigen werde. Parallel dazu spiele ich auch die C-Version, die Chaos-Dyson-Sphäre. Dann selbstverständlich zweimal den Nova-Drachen, damit man das auch erkennt. Entschuldigt, er macht das noch nicht so häufig. Einfach oben drauf liegen. Ach so, okay. Gut. So. Okay. Gut. So, zweimal den Nova-Drachen, sein Effekt, ich kann ein Exis-Material abhängen, um dann einen Cyberdrachen von meinem Friedhofsspielzeit zu beschwören. Und sein zweiter Effekt ist, dass ich einen Cyberdrachen von meiner Hand oder meinem Spielfeld opfern kann. Dann bekommt er bis zum Endphase 2100 Angriffspunkte dazu. Und sein schönster Effekt ist, wenn er durch einen Karteneffekt von meinem Gegner auf den Friedhof gelegt wird, kann ich ein Maschinen-Fusionsmonster speziell beschwören aus meinem Extra-Deck. Von daher kann man da eigentlich so gut wie jedes Maschinen-Fusionsmonster mit ins Deck donnern. Hauptsache es hat gute Effekte und was auch immer. Dann spiele ich die Nummer 14, den gierigen Saramea. Auch eine sehr nice Karte. Benötigt 2 Stufe 5 Exis-Materialien. Kann den Effektschaden, den ich durch Karteneffekte erleiden würde, fügt meinem Gegner den Schaden zu. Und wenn er zerstört wird, ich muss mal kurz aktualisieren. Dein Gegner erhält statt dir den Effektschaden, den du von seinen Karteneffekten erhalten hättest. Wenn diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, kannst du ein Exis-Material von dieser Karte abhängen, zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld, deren derzeitige Angriffskraft niedriger oder gleich den Grund-ATK des zerstörten Monsters im Friedhof sind. Also es ist eine sehr nice Karte, wenn man den Gegner ein bisschen ärgern will, um seine Exis-Materialien zu vernichten. Dann spiele ich die Hai-Festung. Allein aus dem Grund, um seinen Effekt zu aktivieren und meine Monster zweimal pro Zug angreifen zu lassen. Also indem ich ein Monster zweimal angreifen lasse. Selbstverständlich die Nummer 101, die lautlose Ehre Ark. Allein aus dem Grund, um, wenn ich sie Exis-Material, also wenn ich sie Exis beschwöre, einfach mir ein speziell beschworenes Monster von meinem Gegner wegzunehmen, damit er damit schon mal nichts mehr anrichten kann. Des Weiteren kann ich halt ein Exis abhängen und dann wird er nicht zerstört. Durch einen Effekt oder Monster oder was auch immer. Also das ist auch eine sehr nice Karte. Atreus der Götterdämmerung. Der Hüter der Götterdämmerung spiele ich, weil er mit jedem abgehängten Exis-Material eine Karte auf dem, also offene Karte auf dem Spielfeld zerstören kann. Ist eine sehr nice Kombination, um auch den Feind, beispielsweise Dimensionsriss oder was auch immer der Gegner spielt. Dann komme ich zu meinen Fusionsmonstern. Ich habe leider in diesem Deck nur 2 Stück. Und zwar ist das einmal der Cyber-Enddrache. Der Effekt dürfte ja eigentlich jedem bekannt sein. Er hat halt durchschlagenden Schaden, wenn er ein Effektmonster angreift. Wenn er ein Verteidigungsmonster angreift, Entschuldigung. Dann spiele ich den Cyber-Zwillingsdrachen.
Aus dem Grund, weil er zweimal pro Zug angreifen kann. Das ist sehr praktisch in Kombination mit dem Limiter oder mit Kraftbündnis. Dann komme ich zu meinen Synchromaterialien. Und zwar spiele ich da den Sternstaubdrachen. Den Sternstaubdrachen spiele ich in Kombination mit der Fallenkarte Straße zum Sternlicht. Wodurch sein Effekt natürlich nur einmal aktiviert werden kann, aber du hast halt trotzdem erstmal eine Verteidigung auf dem Feld. Dann komme ich zu meinen normalen Monstern. Und zwar spiele ich dreimal den Cyberdrachen. Ist selbsterklärend, ist ein Cyberdeck, also braucht man dreimal den Cyberdrachen. Dazu spiele ich parallel dreimal den Toon-Cyberdrachen. Einfach nur aus dem Grund, dass ich mir drei weitere Cyberdrachen ins Deck quasi ermogelt habe. Zweimal Cyberdrachenmark, um mir eine Cyber- oder Kyberzauber oder Fallenkarte auf meine Hand zu holen. Von meinem Deck, wenn ich ihn normal beschwöre. Des Weiteren, wenn er am Friedhof liegt, mein Gegner Monster kontrolliert und ich keine Monster kontrolliere, kann ich ihn vom Friedhof verbannen und einen Cyberdrachen aus dem Deck beschwören. Dann dreimal Cyberdrache 3. Effekt ist sehr nice. Wenn er normal beschworen wird, kann ich alle Cyberdrachen auf dem Feld Stufe 5 werden lassen. Das heißt, der perfekte Zug, der perfekte Startzug ist ein Cyberdrache Spezial beschwören und Cyberdrache 3 normal beschwören, um dann direkt einen Nova oder so aufs Feld zu holen. Des Weiteren hat er halt noch den Effekt, wenn er verbannt wird, kann ein Cyberdrache in dem Spielzug weder durch Karten noch durch Kampfeffekte zerstört werden. Dann dreimal aufrichtig. Ist ein Lichtdeck, also benötigt man aufrichtig. Finde ich immer eine gute Sache, um sich zu verteidigen bzw. den Gegner hohen Schaden zuzufügen. Und zweimal den glänzenden Elfen. In der Kombination mit aufrichtig, um den glänzenden Elfen, wenn er zerstört wird, hole ich mir aufrichtig aufs Feld. In der Mainphase kann ich es mir auf die Hand holen. Und schon habe ich eine aufrichtig auf der Hand. So, das waren meine Monster. Es sind vielleicht ein bisschen wenig Monster, das werden bestimmt viele denken. Aber so wie ich das Deck spiele, funktioniert es eigentlich. Dann kommen wir jetzt zu den Zauberkarten. Spiele ich zweimal den mystischen Raumtaifun. Ist eine Pflichtkarte in jedem Deck, bin ich der Meinung. Effekt ist selbsterklärend. Die verbotene Lanze. Reduziert von einem offenen Monster die Angriffspunkte um 800. Aber dafür bleibt er... bleibt aber von den Effekten von Zauber- und Fallenkarten unberührt. Das heißt, du kannst sie entweder bei dir selber anwenden oder bei deinem Gegner, um die Angriffskraft zu schwächen oder um dein eigenes Monster zu schützen von einem Karteneffekt. Leider auch nur einmal. Ich würde sie gerne mehrfach spielen, aber ich glaube, die ist auch limitiert auf ein oder zwei. Ich glaube, die ist auch limitiert, ja. Dann spiele ich Buch des Mondes. Allein nur aus dem Grund, um sich einfach mal zu verteidigen, wenn der Gegner irgendwas spielt. Oder einen Effekt aktivieren will, setzt es in Verteidigungsmodus, dann ist die Sache gegessen. Dann spiele ich die Rangsteigerungszauber Numeronkraft. Ist meine Zauberkarte, um meine C-Dyson-Sphäre aus Spielfeld zu rufen. Brauche ich halt ein Exis-Material, also ein Exis-Monster. Das rüste ich mit der Numeronkraft aus, um dann eine C-Version zu rufen. Muss aber vom selben Typ und einen Rang höher sein als das Exis. Dann die Cyber-Reparaturwerkstatt, um mir, wenn ich einen Cyberdrachen auf dem Friedhof habe, kann ich mir ein Lichtmonster vom Typ Maschine auf die Hand holen. Oder wenn ich drei habe, kann ich beide Effekte aktivieren. Und dann kann ich mir einmal ein Lichtmonster holen und ein Lichtmonster vom Typ Maschine in meinem Friedhof wieder ins Deck zurückmischen. Dann aufschlagen, zerstört ein Monster mit der höchsten Defense vom Gegner. Den Limiter natürlich, ist immer eine gute Trumpfkarte. Zerstört zwar am Ende des Zuges alle Monster, die damit ausgerüstet sind, aber es ist trotzdem noch eine gute Karte. Und einmal den Blitzeinschlag. Einfach nur, um den Gegner seine Monster zu nehmen und um sich selber ein bisschen Luft zu verschaffen. Kommen wir zu den Fallenkarten. Da spiele ich zweimal den magischen Zylinder. Effekt ist selbsterklärend. Zweimal den Ruf der Gejagten. Der Effekt dürfte eigentlich auch jedem klar sein. Dann kommt eine meiner wichtigsten Fallenkarten in diesem Spiel, und zwar das Aufstellungsfeld. Das Aufstellungsfeld hat den folgenden Effekt, dass es Maschinenmonster, die Stufe 5 sind, kann ich bestimmen, eine Stufe von 5 bis 9. Quasi ist das die Kombikarte für meine Dyson-Sphäre. Das kann ich einmal pro Spielzug machen, also kann ich alle meine Level 5er Maschinenmonster
zwischen Level 5 und Level 9 hin und her switchen. Um gute Exis-Monster aufs Feld zu rufen, ist eine sehr gute Karte in einem Maschinendeck. Kann man sehr gut spielen, da man aber auch nur noch Spezialbeschwörungen vom Typ Maschine machen kann. Also bringt es eigentlich einem gar nichts mehr, wenn man die irgendwo anders spielt, nur weil man ein gutes Exis-Maschinenmonster hat. Des Weiteren ist der Effekt, wenn das Exis-Monster, also wenn ein Exis-Monster vom Typ Maschine zerstört werden würde, kann ich stattdessen das Aufstellungsfeld zerstören. Also es ist eine gute Backup-Karte. Ich spiele sie nur einmal, ich bin aber überlegen, ob ich sie vielleicht sogar zweimal spielen soll. Allein aus dem einfachen Grund, um das Exis-Monster zu beschützen. Auch wenn du keins mehr rufen kannst, du kannst es trotzdem beschützen. Zwangsevakuierungsgerät ist selbsterklärend, gibt ein Monster auf die Hand ihres Besitzers zurück. Dann die Fallenbetäubung, annulliert während dieses Spielzugs alle weiteren Fallenkarten auf dem Feld. Also egal ob offen oder verdeckt. Spiegelkraft, kennt jeder. Cybernetzwerk, in jedem Cyberdrache-Deck mit Abstand am wichtigsten, beziehungsweise in einem Maschinendeck. Und zwar aktivierst du sie, während der dritten Standby-Phase wird die Karte zerstört. In jedem Zug, also in jeder Main-Phase, wenn sich ein Cyberdrache auf dem Feld befindet, kannst du einen Cyberdrache aus dem Spiel entfernen von deinem Deck. Ne, ein Lichtmonster vom Typ Maschine, Verzeihung. Ein Lichtmonster vom Typ Maschine aus deinem Deck, aus dem Spiel verbannen. Und sobald Cybernetzwerk das Spielfeld verlässt, kannst du so viele deiner aus dem Spiel entfernten Monster wie möglich aufs Feld rufen. Die Effekte werden zwar annulliert, aber kannst du gut nutzen, um Exis, Synchro, was auch immer, schnell aufs Feld zu kriegen. Hast zwar 3 Runden Wartezeit, aber kannst sie natürlich auch kombinieren mit einem MST und zerstörst deine eigene Karte, um deine Monster sofort aufs Feld zu kriegen. Dann die bodenlose Fallgrube, ist selbsterklärend. Der reißende Tribut dürfte auch selbsterklärend sein. Dann spiele ich die Straße zum Sternlicht in Kombination mit meinem Sternstaubdrachen. Effekt ist einfach nur, wenn mein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, der oder die 2 oder mehr Karten zerstören würde, kann ich Straße zum Sternlicht aktivieren. Ich annulliere den Effekt und kann mir einen Sternstaubdrachen aus meinem Extra-Deck spezial beschwören. Der Effekt vom Sternstaubdrachen ist dann zwar nur einmal gültig, da er nicht auf Synchro-Art gerufen wurde, aber nichtsdestotrotz hast du dann erstmal ein Monster auf dem Feld. Dann Raigeki Brecher, dürfte auch jedem bekannt sein. Die strahlende Silberkraft. Die aktiviere ich, wenn mein Gegner eine Fallenkarte aktiviert, die mir Schaden zufügen würde, sprich magischer Zylinder oder was auch immer. Damit annulliere ich die Aktivierung und zerstöre alle offenen Fallen und Zauberkarten, die mein Gegner derzeit kontrolliert. Und als letzte spiele ich den Gedächtnisverlust. Einfach nur eine gute Kombinationskarte. Wenn der Gegner einen Effekt aktiviert, aktivierst du Gedächtnisverlust. Der Effekt wird annulliert und das Monster deines Gegners geht in Verteidigungsmodus. Ist eine sehr nice Karte und rettet einem auch oft den Arsch. Ja, das war im Großen und Ganzen mein Deck-Profile. Das ist mein Cyberdeck, wie ich es spiele. Ich bin natürlich auch offen für jegliche Tipps, Hinweise oder vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge. Würde mich freuen, wenn ihr das dann einfach beim Skyline in die Kommentare schrotet. Und unser Kanal. Weiter geht's dann jetzt mit den Bujin-Karten vom Skyline. Ja, ich werde aber erstmal die Aufnahme hier beenden, weil die Kamera nämlich fast leer ist und das bevor ja meine Aufnahme hier nämlich stoppt mittendrin. Wenn ich das erstmal, damit dieses Video erstmal hier gespeichert ist, wer weiß, ob ich jetzt einzeln oder gleichzeitig mache, keine Ahnung. Ansonsten, wenn es jetzt noch ein zweites Video kommen sollte, dann bitte das auch noch anschauen. Verlinke ich dann hier. Ansonsten, ja, bis gleich. Whee!